Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind bei Burger Time auf den TI99. Kein Scherz, gibt's hier tatsächlich auch. Und ist gar nicht schlecht. Das sieht gut aus. Was ein bisschen seltsam ist, das zeige ich euch gleich, ist die Pfefferfunktion. Die ist irgendwie, joa, ich weiß es nicht. Ob sie die nicht fertiggestellt haben, ich habe das Gefühl, die funktioniert nicht. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen doof, aber sonst. Es ist Burger Time. Und es sieht richtig gut aus. Also, das finde ich richtig nice. Das ist ein bisschen laut. Das muss ich dann mit Sicherheit noch nachbearbeiten, aber. Ne? Das sind ja nur 15 Minuten aufnehmen. Ach nee, nicht bei der Serie, da geht's ja schneller. Da war ja was. So, ich zeige euch mal hier die Pfefferfunktion. Ihr seht, es interessiert den einen feuchten Scheiß. Und ich weiß nicht, ob das einfach falsch ist oder ob ich das falsch einsetze. Keine Ahnung. Aber eigentlich kenne ich es ja so, ne? Benutzt das und dann bleibt er da entweder stehen. Oder wird sogar irgendwie, niest er sogar rum. Aber hier passiert nichts. Na komm, 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 komm. Bleibt machen geht immer noch. Das ist kein Thema. Nein, also es ist auf jeden Fall ein solider Titel. Ich weiß auch nicht, wie... also ich bin noch nicht mit den Rarity Guides jetzt hundertprozentig im Einklang, so möchte ich es mal sagen. Weil ich kann mir schon vorstellen, solche namenhaften Titel sind mit Sicherheit seltener und auch mit Sicherheit teurer. Aber das, was ich so mal ein bisschen so gesehen habe, finde natürlich hauptsächlich meistens in Amerika vertickt das Ding. Wobei es hier aber auch tatsächlich auch Leute gibt, die das in Deutschland verkaufen. Ich glaube, so ein normales Modul kriegt man so auch so zwischen 7 und 8 und die namhaften dann sind so bei 15 bis 20. Ja. Und wenn halt so ein Burger Time ist sicherlich eine nette Möglichkeit, sowas zu sammeln. Ja, du mich auch. So, jetzt muss ich nämlich gucken. So. Oh, Treffer. Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Mach, beweg dich doch. Och, Menno. Das war unnötig. Ich hätte ihn eliminieren können, dann hätte ich den Level geklärt. Aber gut, mach ich jetzt den Level fertig. Ja. Schön. Aber trotzdem, Burger Time geht überall. Ja. Ich glaube, das sind auch natürlich auch so die Arcade-Levels, ne? Gut, ich meine, ich glaube, das waren wir überall. Ich glaube, das Einzige, was mir, glaube ich, ein bisschen damals nicht so großartig gefiel, ist die Atari-Version. Wo ich das hier aufnehme, habe ich die Atari-Version noch nicht in meiner Sammlung. Aber wer weiß das schon. Ich muss sowieso ein bisschen aufpassen, weil ihr seht das sicherlich später als das, was ich was anderes aufnehme. Ihr wisst so, dieser... Die Zeitparadoxon. Ja. Jetzt geht's. Verstehe ich nicht. Egal, jetzt läuft's. Ich kann sagen, ich habe es mal ein paar Mal am Testen gemacht und dann hat es nicht funktioniert. Aber jetzt funktioniert es. Umso besser. Naja, vielleicht muss ich dieses Spiel erstmal an mich gewöhnen. Da, funktioniert. Na, na komm, das sieht gut aus. Level haben wir auch. Schön. Also wer will, kann natürlich auch bei dieser Serie gerne mal Antwortvideos von anderen Versionen schicken. Ich meine, da gibt's ja genug von. Das ist ja jetzt nicht so schwierig. Aber da ich ja die meisten Leute in der großartigen Retro-Szene kenne, da weiß ich, Arbeit ist nicht unbedingt eure Stärke, ne? Um es mal nett zu formulieren. Aber trotzdem, wer hier irgendwie ein bisschen sich beteiligen möchte, kann das gerne tun. Dafür ist das da. Ich meine, das wahrscheinlich jetzt sowieso nur gefühlt zwei Leute, die das gucken, wissen, was der TI99 ist.
Ich weiß nicht, ob der Retro-Play das hier gerade sieht, der dürfte noch wissen, was das ist. Wie über die Schattennase weiß, was das ist, aber die meisten Leute haben das Ding noch niemals irgendwie echt gesehen, geschweige denn wissen, ob das existiert. Und ja, es ist kein Taschenrechner. Falls mir nur irgendeiner damit auf den Nerv gehen will. Extra für dich machen wir nämlich dann nochmal ein Game. Ha! Selbst schuld. Komm. Ah, sieht gut aus. Hat so ein bisschen auch von den Anzeigen so ein bisschen so, auch schon so wie so ein frühes Coleco-Game, ne? Aber ich finde das wirklich super. Also, das macht Spaß. Und das ist noch nicht mal das Beste, was ich getestet habe. Da, das ist nämlich das, was ich meine. Das funktioniert nämlich nicht. Egal, jetzt habe ich keinen Pfeffer mehr, aber es ist wurscht. Das ist auch geil, ne? Wenn ich die gerade drauf. Beim Pepper haben wir das eh weggelassen. Also die, jetzt mal ohne Witz, das eine Zeichen hätte da aber auch noch hinkriegen können. Alter. Ist das andere ein Pattern? Oder soll das sein? Mit wie habe ich hier genug? Na, komm. Ach, ich habe gar keinen Pfeffer. Wann kriegt man denn wieder Pfeffer? Ist, wenn man hier wieder ein paar Leute platt macht, oder? Das ist ja Hard Mode. Ja, aber dann muss ich Eis einsammeln. Das macht irgendwie nicht viel Sinn, wenn ich Eis einsammle, damit ich dann Pfeffer bekomme. Machen wir es mal einfach. Ja! Dann ist das wahrscheinlich doch kein Eis, sondern ist das eine Pfeffertüte. Wer kennt sie nicht? Die Miraculi VIP Pfeffertüte. Hä? Wo geht's? Ich wollte schon sagen, jetzt ist er weg. Ich hab hier einen Glitch gesehen. Für einen Patch. Und einen Fix. Wo kann ich nie arbeiten? Ich muss sowieso dahin. Na, bin ich schneller? Ja, aber. Das war eine ganz doofe Idee. Das war nicht so schlau. Na komm. Und dann gehen wir weg. Ja, gehen wir nach oben, das finde ich super. Dann habe ich eine echte Chance, den Level auch noch zu clearen. Ja, geh da mal hin, du Wurst. So. Damit ist Hans Wurst auch tot. Das ist geil, das Video geht schon 8 Minuten, ey. Super. Das macht Spaß. Aber das ist wirklich gut. Also, Logger Time kann ich euch nur empfehlen. Und die sind schneller geworden. Finde ich nicht so pfiffig. Ja, habe ich noch Pfeffer? Nein, habe ich nicht. Dann kriege ich auch den Pfeffer nicht. Gehst nach unten, das ist gut. Das ist doof. Das ist ganz doof. Dann bin ich nämlich tot. So. Und das war auch nicht so pfiffig, ne? Nee. Hab ich noch ein Leben oder war es das? Das war Burger Time auf dem TI-99. Geiles Game. Geile Version. Kann ich nur empfehlen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.